Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Ründchen Witcher 3. Wir werden uns heute nicht dem Quest ein lebenswichtiger Eingeheilt widmen, wo wir Triss besuchen sollen, sondern wir werden uns auf den Weg machen zu einem Ziel, verflucht, wo schon lange kein Mensch zuvor mehr gewesen ist. Noch ein Winter. Das ist nicht das Anwesen der Welgebatz, das wir hier haben, sondern das verrate ich euch noch nicht. Wir müssen nur an diese grüne Markierung, aber vorher erkunden wir noch ein bisschen den Weg, auf dem Weg dahin. Ja, am Wasser ein bisschen lang. Mal schauen, was wir da so entdecken können. Noch einige interessante Portpunkte. Könnte auch was sein hier. Aber sieht mehr nach zurückgelassenen Kriegsgütern aus. Vom Krieg sehr gezeichnet. Gegen hier. Komm, schneller. Pause plötzlich. Weiter mal normal. Ah, wir sind am Sturmfelderhof. Ich habe nämlich was vor mit euch. Ich habe euch noch ein bisschen informiert. Zu einer Quest, die lange noch offen stand. Aber wir uns noch nie gewagt hatten anzugehen. Die Hütte des Kräuterkundlers. Hat er noch eine Hütte? Interessant. So, was haben wir denn hier noch? Da sind drei Gegnerchen. Drei Banditchen. Sollen wir sie? Spring dich um. Töte ihn! Werf ihn in den Graben! Keine Angst! Oh. Gut, das war jetzt. Wir sollten sie noch looten, ne? Wir sollten sie looten, ja. Das war jetzt nicht so herausfordernd, wie ich erwartet hatte. Aber gut, die sind auch mittlerweile ein Level unter uns. Das macht, glaube ich, auch was aus. So. Wir drehen weiter wieder ein in Richtung grüne Markierung. Und schau mal, was uns auf dem Weg dahin noch so erwartet. Oh, was haben wir denn da? Oh, Götze, was machst du denn? So. Oh, jetzt nicht looten. Das war jetzt nicht so überragend. Aber ich habe doch hier gerade was gesehen. Naja. Oh, wir sind durchgeritten. Schön. Diese schöne Natur. Ich erkenne hier aber auch nichts wirklich. Ist schade. Ich hätte mich gefreut, wenn da irgendwas Cooles gewesen wäre. Aber ich sehe, wir sollten unser Schwert mal reparieren. Wäre dringend nötig. Hier ist der Baum. Auf jeden Fall. Wow. Das ist ein Waldschrat, oder? Waldschrat sollen sehr mächtig sein, wurde mir gesagt. Oh, das könnten wir eigentlich mal probieren, oder? Ich speichere mal kurz. Nur wissen, was für ein Level der 20. Ich glaube, das ist noch ein bisschen hart für uns. Aber wir haben schon mal diesen bewachten Schatz entdeckt. Mit einem Waldschrat. Da sollten wir später auf jeden Fall nochmal zurückkehren. Und das nicht vergessen. Wo reiten wir gerade eigentlich lang? Also ich weiß, wo wir hinwollen, aber... Wo wir lang reiten? Aha, da haben wir es. Nicht zu schnell, Plätze. Arameas Anwesen. Ich glaube, ihr könnt euch vielleicht düster erinnern, wer Arameas war. Von Milch
und Finsternis. Wir haben nämlich in Ochsenfurt oder in Novigrad, ich bin mir gerade nicht sicher. Haben wir... Ach, verdammt. Wir müssen nochmal zurückreisen. Haben wir so Artefakte gekauft. Wo uns gesagt haben, ja, die sind vom Zauberer Armeas. Und, aber der wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt in Novigrad. Und jetzt sind die Artefakte in unserem Besitz. Da wir jetzt diese Quest aber haben, da hinten, müssen wir nochmal zurück. Und scheinbar da neue Informationen über das Anwesen einholen. Und dann nutzen uns, soweit ich weiß, erst die Artefakte was. Und das werden wir heute mal angehen. Die Quest von Milch und Finsternis. Weg, Wache. So. Weg. Hier. So. Ah, so ein weiter Weg. Kommen wir hier durch? Wir haben da einen Schneider. Sehe ich das richtig? Und da oben ist unser Quest. Heute Morgen hat meine Gräfer Neuigkeiten vom Markt mitgebracht. In einem Haus sollen sich geheimnisvolle von dem haben wir auch unsere Artefakte gekauft. Zufällig und wusste nicht, wovon es handelt. Willkommen zurück. Na, doch Interesse an den Andenken Eramas? Die sind noch zu verkaufen. Zeig mir, was du hast. Die doch schon. Ja, aber guck doch mal. Siehst du nicht? Habe ich alles schon. Gucken, ob es funktioniert. Trank der Leerung. Die bringt uns mehr. Was haben wir noch so an Armbrustwaffen? Können wir mal Scheiße verkaufen gerade, bevor wir so völlig überfüllt irgendwo reingraden. So, sortieren wir mal. Wann können wir nehmen? Stufe 18 erst. Wieso nehme ich doch die Elfenarmbrust mit? Macht einen mehr Schaden. Wieso denn nicht, ne? Oh. Verkaufen wir. Ich hasse das, dass das hier nicht rot gezeichnet ist. Mann. Immer so lesen und aufpassen, ey, das ist kacke. Naja, das war ein kleiner Fail, aber gucken wir mal, ob die Quest sich aktualisiert. Ja, müssen sie sich neu kaufen. Besuche Armeas Residenz mit Hilfe deiner Hexersinne. Schön, oder? So, wir müssen hier rüber. Wir nutzen einfach die Schnellreise wieder. Noch ungefähr, wo wir hin müssen, gerade für den Schnellreisepunkt. Ich will jetzt mal nicht auf die Karte gucken. Da ist er doch. Trauma. Ach, wie ich mir sowas merken kann, ist das nicht fantastisch. So schön. So, wir haben hier immer noch ein paar kleine Fragezeichen, die wir irgendwann mal auch aufdecken sollten. Arameas, verlassenes Anwesen. So. Scheint ein Riesengebäude gewesen zu sein, auf jeden Fall. Da hat sich ordentlich was abgefackelt. Wo ist man denn hier? Ah, ein Wolfzeichen. Geralt sagt aber scheinbar nichts dazu. Auf jeden Fall ein Wolfzeichen, okay. Das. Ich geh mal gleich hin. Ich guck mal gerade hier in der Ecke. Ich glaube, immer wenn so die Hand angezeigt wird, dann wissen wir, oh, das ist was. Da sind die Geräusche stark. Ja. Das Haus ist komplett zerstört, aber der magische Kreis ist intakt.
Sieht mir nach einem verschlossenen Portal aus. Ob ich es mit einem von Eramas Gegenständen aufkriege? Na dann, probieren wir das doch mal, oder? Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die Portale so aussehen. Interessant. Schwarze Linie. Vorne sieht man es nicht, aber von der Seite. Das Auge Mordors. Oh. Puh, hier stinkt's. Naja, da kommen wir, glaube ich, zurück dann. Arameas Kerker. Wir speichern mal. Schauen wir mal. Dieser Geruch. Reifer Käse. Offenbar war Eramas ein Tyromant. Was sind denn Tyromanten? What the heck? Ich sorge erstmal ein bisschen für Licht. Bisschen was sehen. Das ist eine riesige Mäusefalle. Oder was ist das? Ich finde eigentlich schwer, die Tyromantie-Räume zu durchqueren. Übrigens sollte man ein bisschen langsamer davon. Da noch ein bisschen Licht. Absolut keine Ahnung, was Tyromantie-Räume sind. Oh. Woraus hat er diesen Käse gemacht? Aus Neckermilch? Ich muss vorsichtig sein. Okay. Jetzt nicht ernsthaft. Das war jetzt nicht ernsthaft so einfach, oder? Dass mir einfach durchrennen muss, nur. Finde ich jetzt etwas lasch, muss ich ehrlich sagen. Aber es soll wirklich, glaube ich, ein Labyrinth darstellen. Aber ein einfaches Labyrinth. Hm. Na gut. Viel zu einfach. Gehen wir mal weiter hoch. Ein bisschen Feuer. Ja. Muss ja auch wissen, woher wir kamen und wo wir hin müssen am Ende. Ich würde später vielleicht nochmal da. Gehen wir da jetzt hin? Ach komm, da gehen wir jetzt hin. Komm hoch, Gerhard. Genau, schön. Ich kann einfach nicht weiterlaufen, wenn hier kein Feuer brennt. Und wir nicht brennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen Flammen schlagen. Nee. Hier existiert leider auch keine Kiste mehr. So, versuchen wir jetzt mal das Labyrinth. Hm. Also du kannst einfach durchrennen. Das ist, ich glaube, wenn du langsamer läufst, gehst du irgendwie drauf. Das ist der erste Raum. Scheinbar gibt es mehrere. Meine Käseprobe. Nein. Wesemir wird sich köstlich amüsieren, wenn ich das erzähle. Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer geht. Warten wir mal ab, Geralt. Warten wir mal ab. Vielleicht können wir auch diesen Käse verbrennen. Das habe ich jetzt gar nicht getechnet. Aber wäre vielleicht sogar möglich, dass wir das in die Luft jagen können. Hier geht es steil runter. Sollten wir uns ein bisschen in Acht nehmen davor. Ein bisschen Feuer. Kann nicht schaden. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Was ist das? Steht hier einfach wieder ein Portal oder ist es. Ja, das ist ein Portal. Mensch, da haben wir sowas. Geil aus. Ich liebe diese Effekte. Diese blauen Flammen sehen schon saufett aus. Finde einen Weg durch die überflutete Kammer. Na gut.
Kammer scheint... Ah ja, David scheint sie auch überflutet zu sein. Ah ja. Von da aus springen wir direkt ins Wasser. Ah, aber da unten ist ein Felsen. Das ist schon mal ein bisschen getrickst, haben sie hier. Ne? Selbst wenn man hier runterspringt, könnte man... Könnte man schaffen, muss man aber nicht. So. Dann hier ins Wasser. Gerade mal unter Wasser gucken. Da liegt ja öfters einfach was. Nee, aber wie es scheint, liegt hier nichts. Tauchen wir wieder auf. Und schwimmen mal da drüben lang. Wo auch immer wir gerade sind. Und nicht wundern, hier ist es wirklich so dunkel. Ich hab das jetzt nicht. Ich kann die Helligkeit auch nicht höher stellen. Wo sind wir hier? Haben wir uns jetzt gerade hier hochgepackt? Trickreicher als wir sind? Ich weiß es nicht. Aber. Da waren wir noch nicht. Das heißt, wir gehen erstmal dahin. Kommen wir jetzt eigentlich von der völlig anderen Seite. Ah, nee. Ich mach trotzdem mal hier mal Licht an. Ja, wir haben uns einfach eine Abkürzung gegönnt. Aber da unten waren wir auch noch nicht, muss ich dazu sagen. Da könnte auch noch was versteckt sein. Tauchen wir. Ach. Naja, interessant. Hier hätten wir tauchen müssen, auf jeden Fall. Oh, das ist aber schon ein langer Weg, würde ich jetzt mal so behaupten. Ah ja, wir kommen hier raus. Alles klar. Dann... Ah, Geralt, du musst ein bisschen eleganter schwimmen. Dann schwimmen wir einen Ticken wieder zurück. Weg haben wir ja schon mal gefunden. Da geht's wieder hoch. Und da geht's weiter. Wir sind klitschnass, aber wir werden nicht aufgeben und einen Weg finden. Da drüben müssen wir hin, da glitzert es auf jeden Fall. Erstmal hier so eine kleine Runde machen. Man weiß ja nie, was man so entdeckt in kleinen Runden und Gängen. Hier geht's runter. Da hinten ist auf jeden Fall ein Wesen. Könnte ein Nebling sein. Hat der uns gesehen schon? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ah, wir speichern mal. Aber wie ich gerade sehe, bevor wir darüber springen, machen wir die Folgenpause und morgen geht's weiter am Sonntag. Dann könnt ihr euch wieder drauf gespannt machen, wie die Quest weitergeht. Also an Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao. Diese Entdeckung darf ich Lambert nicht vorenthalten. Neblinge sind immun gegen den Geruch von altem Käse. Tolles Schlichtwort.